Moin Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Planet Gaming! Planet Gaming, merkt euch das und abonniert! Genau! Heute habe ich ein bisschen Happy-Laune. Es ist gerade 10:30 und heute habe ich endlich mal bis 9 geschlafen. Wir gehen hier mal fahren. Ich habe einen neuen LKW gegönnt und getuned oder konfiguriert. Das ist, wie ihr wollt. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Genau, als Guardia. Wie man hinten rechts erkennen kann. Ja, kann man nicht. Jetzt. Egal. So. Genau. Mein Beifahrer heißt Bratan. Scania R420. Ja. Ich würde sagen, da legen wir einfach mal los. Genau. Wir sind in meiner Garage in Innsbruck. Achtung. Ja. Mal das Schmuckstück aus Innsbruck. Ja, hier ist bei der Firmenzentrale. Warte, hier. Und hier sind meine Garagen. Genau. Und hier sind die weiteren zwei Garagen. Und warum packst du davor? Ah ja, jetzt soll es das Ganze egal sein. Auch wenn wir ein Schweizer Kennzeichen haben, ich habe ihn in Zürich gekauft und habe ihn dann hierher befördert. Bach! Ich habe den frisch gemacht. Wir müssen jetzt schnell mal noch zur Werkstatt. Ampel ist grün, aber vom Beschleunigen ist schon geil. Ja, so ist es, muss ich hier einmal hoch. Bisschen rückwärts noch. Wartung. Ja, einer hat mir den komplett zum Schrott gefahren. Das eine Mal, das gönne ich jetzt noch. Aber dann nie mehr. hallo? Ja, genau. Ich brauche Zubehör. Hier, mein Beifahrer Bratan, der braucht auch einen Fahrer. So, nochmal. Der heißt TSRS hier bei mir. Anwenden. Ah, kostet nur 150, ja, ja. Das kann man hier machen. Ja, ja. Hier. Wie war's? Kann nichts machen. So, hier. Kann auch nichts machen. Seitenverkleidung. Kann ich auch nichts machen. Ich kann nichts machen. Aus. Da. Bratan und TSRS. Perfekt! Ja. Ich wollte gerade noch schwören, dass ich keinen Unfall baue. Ach, Leute. Ihr wisst ja, dass ich ein Scania-Fan bin, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe es ja in der ersten Folge erwähnt, sozusagen. Ja. Dass ich ein Scania...
Weil ich persönlich ein Scania-Fan bin, würde ich sagen, nehmen wir den doch mal. Ja, genau. So hat sich das angehört. Und apropos, möchten wir nochmal bedanken für euren Support bei der ersten Folge. Weil ich denke mir so, die erste Folge ist eigentlich am wenigsten gelungen. Warum schauen das so viele an? Und immer, das geht immer noch am meisten hoch. Ich denke mir, beim ersten Mal habe ich mir so gedacht. Das gibt's doch einfach nicht. Also müssen wir uns mal bedanken. So, jetzt brauchen wir Warnblinker. Perfekt. Wir müssen uns ein Navi-Ziel setzen. Wo waren wir denn noch gar nicht? Oder schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr gerne hin wollt. München! Ja, brababa. München ist so eine kleine Stadt. Jetzt ohne Schmarrn. Die Garage ist frei. Ja. Genug übertrieben. Ich würde sagen, weil dann sind wir eh wieder kaputt. Wir werden. So, ne, wir müssen Neues setzen. Dann gehen wir noch zu BCP. Genau. Perfekt. Okay, wir fahren los. Ja, danke. Ich habe übrigens hier Sprache installiert. Wundert euch nicht. So, habe ich aber, glaube ich, schon in der Polo-Folge erwähnt. So, und jetzt heißt los geht's. Ist ja nicht so weit. Ach, warum war ich hier nicht so weit? Es sind 246 Kilometer. Ah ja, für eine Folge, das geht schon, geht schon. Ich habe einmal eine Tour. Bitte links halten. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Also, ich habe zwar nicht aufgenommen, aber ich habe so einen Roadtrip gemacht und so nach. Weil ich zeig's euch mal. So. Bin ich da bei München, Mann? So, ich bin da nach Bern. Ich habe in Zürich angefangen hier. Da ist ja meine andere Garage, warte. Da die graue. So, und dann bin ich hoch, 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 hoch. Vorbei an Straßburg, Luxemburg. Bis, Kalaris. Dort bin ich dann rübergefahren, nach Dover. Ja, dann bin ich nach London. Felixstowe, oder wie es heißt. Kambirde, Big Maha, Big Babaham. Ja, genau. Und dann hatte ich eigentlich vor, bis ans andere Ende Aberdeen zu gelangen, aber hat mir es auch nicht mehr das Leben gerettet. War mir dann egal, weil ich hatte jetzt keine Bock mehr. Ich hatte so einen Mod und den konnte man halt gar nicht reparieren. Das war ein sehr schneller, damit konnte ich schnell die Strecke erledigen, aber er war halt. Ich musste ihn dann immer neu kaufen und ich konnte ihn halt nur zu einer Garage befördern. Und dann eben somit nur nach Zürich, da muss ich die ganze Strecke nochmal. Aber wenn ich schnell um die Kurven will, dann muss ich halt ein paar Mal gegen die Leitplanke klatschen. Versteht ihr, wie ich meine? Es kostet zwar sehr wenig, dieser Mod, ich hätte genügend Geld, um ihn. Nimm die Ausfahrt links. Sei doch jetzt. Ja, ja. Halt, ich hätte mir den schon locker gönnen können, aber dann muss ich halt wieder in Zürich anfangen. Und wenn ich das immer wieder mache, dann komme ich ja nie nach Schottland. So, da ist immer Gas. Oh, 130. Ah ja, geht schon. Halt mit diesem RS3-Mod bin ich diese Strecke gefahren. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal auschecken, gibt es ein Video vom Auto. Das war mega. Ja, eben, er hat zwar nur 300 € gekostet, aber
Guckt euch das Video selber an. Heißt auf meinem Kanal Audi RS3 Mod. Also ETS 2, Audi RS3 Mod. Könnt ihr auch einfach in die Suchzeile bei YouTube angeben, kommt dann schon. So, Leute, warum fährt der Skoda denn nicht rechts? Bah! Ja, fahr doch mal rechts. Du hast keinen Grund, links zu fahren. Ja, vielen Dank. Jetzt sieht er immer noch. Ja, vorbei. Immer geradeaus. Bleiben. Und das heißt mit einem Bitte davor, sonst macht's kein Mensch. Oh, Kurve, perfekt. Also der hat eine sehr einfache Lenkung, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, nö! Ich dachte mir gerade so, was machst du denn da? Der Nissan Cube, der gibt aber Gas. Oder was es für ein Auto war. Der war ganz nach Cube aus. Immerhin, wir haben 0% Schaden, wir können stolz auf uns sein. Ja, war ich übrigens gestern schon. Jetzt haben wir es. Links halten. Ich hatte sogar damit. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Was fährst du jetzt da? Erklär mir das mal, du Bus. Immer geradeaus. Bam. Ja, immer geradeaus. Schön Feststellbremse. Feststellbremse wieder weg. Darf er da nicht so schnell fahren, also von daher. Und ich bin wieder schnell auf 40. Fahr doch mal. Ihr könnt doch locker ein bisschen schneller fahren. Was? Gesetz? Raten von Höhe? Aha, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, oder? Nee, ich habe doch gar keine Mitarbeiter. Ah, für die Garage in Zürich. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo das Navi rausquirlt. Wie schnell? Ich wollte gerade noch überholen. Und jetzt ziehen die mir einfach davon. Sieht aber nichts aus als hier Tesla Model X 100D Supersport. Oder Performance. Ja, rechts fährt man schnell und links langsam, du Engländer. Engländer oder Länder? Wie sagt man das denn? Engländer oder Engländer? Ja, okay. So wie Schweineländer. So. Also so egal wie Schweineländer. Immer geradeaus. Ja, ja. Oh. Ich dachte jetzt gerade eben ernsthaft, ich muss da abbiegen. Also abfahren. So, jetzt überhole ich dich. Ne, geht nicht. Ganz ehrlich, hier ist nichts los. Sonst ist hier immer eine Menge los. Okay, nicht immer. Aber manchmal. Links halten. Und dann bleiben sie Warum immer geradeaus. Warum ist 12 Uhr mittags so dunkel? Hä? Immer geradeaus. Soll ich dich jetzt Klebeband vor deinem Mund machen? Okay, ich könnte die Audioansagen auch einfach ausschalten. Oh, mit 100. Mit 100. Wow. Das ist ein leichtes Untersteuern. Mit 80 in der 40er-Zone. Heiliger Bambus, Bimbam, oder wie man es nennt. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Mach ich! Oh Gott!
gut, dass ich die Werkstatt als Ziel genommen habe. Tempomat ist auf C. Wir sollen jetzt selber fahren. Oh, gleich sind wir in München. Nur noch 13 Kilometer. Ja. Ich glaube, ich sollte den Tempomat ausmachen. Ja, jetzt ist er aus. Dann... Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mach ich. Erster Aufenthalt? Ah ja, auf dem Account. Aber in meinem anderen Account biege war nach ich ja rechts schon in München. München-Salzburg, München-Stuttgart. Die Folgen kennt ihr jetzt. Fahr doch vorbei! Ach, du willst auch abbiegen? Ja, du hast eine rote Ampel. Ha! Haha! So, weiter geht's. Die Pfeile sind irgendwie komisch auf der Straße. Auf dem Navi. Weil halt in die Richtung und in die Richtung. Immer geradeaus. Ja. Die könnte ich anzeigen. Ja, mich auch. Ich fahre ja demnächst schon demnächst rechts über abbiegen. Hä, warum rechts? Ach ja, rechts. Ich hab links-rechts vertauert. Biege nach rechts ab. Ja, mach ich. Das ist der MAN. Warum fahre ich mit dem MAN auf den Skat? Route neu berechnen. Ja, oder neu, ja. So, jetzt müssen wir erstmal reparieren. Danke. LKW-Konfigurator. Nein! Ah, Wartung. Alter. Wie teuer! Ich glaube, wir werden arm. Wir werden arm. Für wie viel verkauft man den eigentlich? LKW-Manager. Ich sag Verkauf. 100. Ja, ist ja ganz gut. Mal schauen, ob wir Schulden bei der Bank haben. Wer kennt's nicht? Schulden! Okay, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt unseren LKW einmal. Oder? Dann sind wir gar nicht mehr in München. Nee. Ja, jetzt lass uns mal da. Schicke MANs. Eigentlich hatte ich mir auch mal überlegt. Vielleicht mal, dass ich da so ein MAN? Wie ein MAN TGX? Könnte ja auch sein. Aber MAN hat, glaube ich, nur TGX und TGE und TG. Biege nach links TGG? Ab. TGG. Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer denn selbst der MAN fahrt. Ich glaube, ich habe. Immer geradeaus. Es kommt keiner. Das war erste Klasse. Demnächst rechts ja, abbiegen. Ja, mach ich. Malle. Biege nach rechts ab. Kein Schaden. Hey. Wo das jetzt hinfahrt, bitte die wo das jetzt hinzeigt. Wo das jetzt hinzeigt ist. Ganz ehrlich, bitte die Hecke abrasieren. bitte die Hecke abrasieren. Ach, da sind wir. Wir sind fertig. Ja, wir sind da. So, wo geht's? Ja, hier. Perfekt. Hier habe ich, glaube ich, meinen ersten Auftrag angenommen. Kann das sein? Weiß ich aber nicht. Filter aus. Hä, es ist gar nichts da, wie blöd. Jetzt muss ich beim anderen Händler schauen. Leute. Das gibt es ja nicht.
Ich hab mir geschwört. Oder wie sagt man? Es geht locker. So eine Garage in München wäre ja auch was. Oder ich schaue jetzt mal bei Carrefour. Ja, geh auf! Was? Geh jetzt auf! Hä, sowas habe ich noch nie erlebt. Ach, das ist ein Parkplatz! Da muss man mal... Die Carrefour ist ja an einer ganz anderen Ecke. Noch ein bisschen da weiter. Da. Aber schicker Parkplatz. Ja. Ich fahr da mal. Bin zu breit. Mann. Jetzt fahre ich ja schon wieder hier. Guten Tag. Boing. Ja, kommt auch von Carrefour. Aber schon geiler LKW. Ja. Ich würde sagen, wir erstellen mal ein neues Profil. Zweck. Weg. Danke. Ich heiße. Lady Truck. Steht da Bratan auf dem Käppi? Nee, ATS. Ah. Nee, wir spielen ETS. Das sieht so geil aus. PNG. PNG. Spielen wir die einfache Automatik und fertigstellen.
Straßburg ist in Frankreich? Alter. Okay, ich starte hier in Paris. 9. Ich kenne alles. Alles. Paris, Paris. Paris, Paris. 300. Ja. So. Ganz schnell. Ich hab gar nichts gelesen. So, hier, geiler Truck. Ja, kann sich schon sehen lassen. So. Oh, da geht's raus. Paris ist irgendwie voll komisch. Da gibt's einen Kreisverkehr. Geil. Werden, warte, ich muss dann nochmal drehen. So. Wer damit nicht zufrieden ist, den hau ich. Dass die Schranke hochgeht. Ja, der gute Alte. Der Rechtsverkehr. Ja, ich hatte schon Angst, dass ich links fahren muss. Ja, das ist schön. Ist gleich am Anfang macht man sowas. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das Ding ist doch schick. Angel. Es könnte eine etwas längere Folge werden, bitte nicht meckern. Die Kreisverkehre sind aber sehr eng. Fahr. Wird der gleich hin dran. Ich meine nur das Wohnen. Ja, okay, da können wir jetzt auch nicht mehr nein sagen. Ach, hier ist es schon. So, voilà. Nee, ist mir zu schwierig. So. Ganz gut geklappt, nur mit dieser Laterne nicht. Das ist meine Garage. Danke. Wie sieht der einfach aus? Hab noch nichts frei geschaltet. Hier auf Entwicklung. Erfahrung. 1 von 200. Ich freue mich, ich will gar nicht nachschauen. Fotostudio? Mal schauen, was es da alles gibt. 2. La la la, la 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 la. Es ist perfekt. Schneller Auftrag. Ich will mit Renault fahren. Wo ist Renault? Da ist Renault. Ui, gibt's noch einen? Paris nach Dover. Dover. Ja, mal schauen, wie das geht. Die Folge könnte echt lang werden. Ich habe Bedenken, dass ihr es nicht mögt. 311. Ich verabschiede mich. Gute Nacht.